Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der 28 cm Kanone 5E von Dragon im Maßstab 1 zu 35. Hierbei handelt es sich um ein deutsches Eisenbahngeschütz aus dem Zweiten Weltkrieg. Wird allgemein als K5, was eben die Abkürzung ist für Kanone 5, bezeichnet oder eben auch als Leopold. Leopold ist eigentlich nur der Spitzname von diesem spezifischen Geschütz, was wir hier auf der Packung sehen. Das ist eigentlich falsch. Normalerweise spricht man hier von einer K5-Kanone. Der Bausatz stammt aus dem Jahr 2003, also noch vor der Zeit, als dann Dragon mit diesen Superbausätzen rauskam, mit über 1000 Teilen und ganz viel Fotoätz und Metall. Hier ist es noch ein bisschen simpler. Wir haben hier zwar auch über 700 Teile drin, aber wenig Fotoätz und auch sonst ist es nicht wirklich besonders extravagant. Dieses K5-Geschütz gibt es auch von Trumpeter im Maßstab 1 zu 35. Wer jetzt von euch wissen will, welcher Bausatz besser ist, da kann ich euch jetzt nicht viel dazu sagen, da ich den Trumpeter-Bausatz noch nie aus der Nähe gesehen habe. Ich habe nur den hier da. Nur so viel, was ich mitbekommen habe, ist, der von Trumpeter ist etwas billiger, in manchen Bereichen besser, in manchen Bereichen schlechter. Also die Bausätze kann man schlecht miteinander vergleichen. Die haben beide unterschiedliche Stärken und Schwächen. Es kommt eben darauf an, wahrscheinlich, auf was es einem persönlich ankommt. Gut, dann schauen wir mal rein in die Schachtel. Ist ja doch eher ein Kindersarg von der Größe her. Ist eigentlich ganz orthodox, so wie man das auch von Dragon kennt aus der Zeit. Die Gießäste erstrecken sich auch über die ganze Länge der Schachtel. Sind größtenteils einzeln eingeschweißt in der Plastiktüte, das finde ich gut. Und besonders schön finde ich, dass empfindliche Teile, jetzt hier zum Beispiel der Hauptrahmen, nochmal extra mit Karton geschützt sind, dass sie nicht zerdrückt werden können oder sich irgendwie verformen auf dem Transport. Ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Verpackung. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Hier sieht man alle enthaltenen Teile und Gießäste nochmal in der Übersicht. Sind auch Fotoätzteile dabei oder auch eine Metallkette und das Gleisbett mit den Schienen ist auch dabei. Hier dann eine Farbtabelle, die bezieht sich auf die GSI Creos Farben und die Tellery. Und dann geht's los mit dem Drehgestell. Bauen wir insgesamt auch zweimal, eins für vorne, eins für hinten. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was diese ganzen Teile alles sind. Da macht es eigentlich nicht wirklich Sinn, viele Worte zu verlieren drüber. Allgemein fällt mir bloß auf, dass es hier doch etwas übersichtlicher zugeht, wie auf manch anderen Dragon-Bauanleitungen. Es werden nicht so viele Teile pro Bauschritt verbaut, also da sollte sich mit arbeiten lassen. Hier dann der Hauptrahmen vom Eisenbahngeschütz ist schon als komplettes Teil dabei. Kommen nur halt die diversen Anbauten dran. Das finde ich eigentlich gut, dass das schon beieinander ist. Wenn man jetzt hier die Seiten und so alles separat hätte, das wäre doch ein bisschen friemelig im Zusammenbau, dass das alles auch winkelig ist. Hier dann der Rohrerhöhungsmechanismus, der ist auch beweglich baubar, was ich gut finde, gerade wenn man auf eine Ausstellung vielleicht geht, macht es doch Sinn, das Rohr irgendwie abklappen zu können, auch am fertigen Modell, weil es dann einfach weniger sperrig ist. Das Kanonenrohr liegt als zwei Hälften bei. Sag mal, bei der Größe ist es auch vertretbar. Damals war das sowieso eigentlich Standard. Sollte sich gut verschleifen lassen. Wer will, kann sich natürlich auch noch ein Alurohr zulegen. Aber die Größe von dem Teil, da sieht es glaube ich eher aus wie ein Totschläger. Hier kommt es dann schon allmählich zusammen. Hier die Zwischenwände und auch die Innenwände, die dann in den Hauptrahmen reinkommen. Kann man alles beweglich bauen, ist auch recht detailliert. Das finde ich ist eigentlich doch recht ansprechend vom Aussehen her. Hier findet dann das Ganze Platz im Hauptrahmen. Und hier ist auch eine Sache, die ich nicht so elegant finde an dem Bausatz. Die ganzen Leitern sind ein bisschen seltsam zu bauen. Da sind die Sprossen alle einzeln und die Seitenteile auch. Also das ist schon eine ziemliche Friemelarbeit. Muss ich mal gucken, wie das dann in der Praxis hinhaut. So, der Gedanke daran, das so bauen zu müssen, gefällt mir auf jeden Fall nicht sonderlich sehr.
Hier dann der Wagen für die Geschosse. Sieht eigentlich ganz nett aus. Und hier dann auch die Plattform mit dem Kran für die Munition. Das ist alles sehr, sehr nett zum Bauen eigentlich. Ist auch gerade hier, kann man auch ein bisschen altern am Boden, weil da doch viel geschieht. Besatzung läuft rum und ja, wird auch mit Munition hantiert. Also da kann man gestalterisch auf jeden Fall eine Menge rausholen. Dann hier wird uns noch gezeigt, wie wir die Gleise bauen. Hier das Gleisbett und dann die Schienen selber mit den Schwellern. Und dann kommt das ganze Geschütz auch schon zusammen mit den Wegen vorne und hinten. Die Bauanleitung schlägt uns drei Bemalungsvarianten vor. Alle drei sind dasselbe Geschütz namens Leopold. Einmal in dunkelgrau, dann in steingrau und hier steingrau mit rotbraunen Streifen. Es ist allerdings nicht näher spezifiziert, was es damit auf sich hat, wo die dann eingesetzt waren. Also das Geschütz Leopold zum Beispiel, das war in Italien am Anzio-Brückenkopf eingesetzt. Und ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob dieses vorgeschlagene Tarnmuster überhaupt stimmt. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Nachforschung notwendig. Eine Besatzung liegt dem Bausatz auch bei. Hier haben wir die Bauanleitung dafür. Das sind insgesamt 6 Figuren und viele davon kann man in unterschiedlichen Posen auch bauen, was ich sehr gut finde. Dann kann man das einfach dem anpassen, was man eben vorhat. Und für die Restekiste bleibt auch noch ein bisschen was übrig. Finde ich, ist eine sehr gute Sache. Kommen wir nun zu den Plastikteilen. Hier der Hauptrahmen vom Geschütz. Da bekommt man schon mal eine Vorstellung, wie groß das mal wird. Ich finde es gut, dass das auch schon mehr oder weniger komplett ist, dieses Teil. Wenn man das aus verschiedenen Platten sich zusammenkleben müsste, ist es, glaube ich, eher hinderlich. Dann habe ich das doch lieber so. Hier werden dann später mal die Drehgestelle eingehangen. Ja, und hier dazwischen befindet sich dann der Mechanismus zur Rohrerhöhung und so weiter. Die Angüsse hier sind recht dick. Kann man einfach abzwicken. Ist auch ein bisschen hier und da gerade zu sehen, aber nichts wirklich Schlimmes. Das Plastik von Dragon lässt sich eigentlich immer sehr gut bearbeiten. Hier, das ist auch sehr glattes Plastik. Da sollte man vielleicht in Erwägung ziehen, das ein bisschen noch zu behandeln. Mit Mr. Surface ein bisschen aufzurauen, ganz leicht. Weil so sieht es ein bisschen spielzeugartig aus. Ich glaube nicht, dass da Farbe allein ausreicht, um da die nötige Textur hinzubekommen. Diese Gisage liegt doppelt bei. Da haben wir natürlich hauptsächlich das riesige Kanonenrohr dran, das aus zwei Hälften besteht. Wie man aber sehen kann, ist das Plastik hier sehr dick ausgeführt. Das sollte sich also da eigentlich ganz gut verschleifen lassen. Züge haben wir auch hier am Ende des Rohres angedeutet. Das reicht eigentlich auch aus. Ich denke nicht, dass da ein Metallrohr notwendig ist, zumal das auch ein bisschen schwer werden würde eventuell. Was mir jetzt auch nicht so gefällt, sind hier die Geländer. Die sind sehr grobschlächtig gegossen, finde ich. Haben auch eine Menge Angusspunkte. Ja, das kann man sicherlich schöner machen. Ist auch ein sehr interessantes Teil von der Rohrerhöhung. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus so. Ja, hier für die Drehgestelle, die Federungen und so. Das gefällt mir auch nicht so ganz. Die Federpakete, die schauen ein bisschen spielzeughaftig aus. Wenn die vielleicht separat gewesen wären, wäre die Detailfülle auch ein bisschen besser gewesen. Hier an diesem Teil findet man auch innen jede Menge Auswurfmarken. Das sind zwei Platten, die werden dann später in den Hauptrahmen eingeschoben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man die so positionieren kann, dass das nach innen zeigt, dass das eben nicht sichtbar ist. Hier haben wir dann noch Teile für die Drehgestelle.
Da sieht man auch mal, wie lang das Drehgestell als solches schon ist. Und hier dann noch die Oberseite vom Hauptrahmen. Ist dann auch da, wo dann die ganzen Figuren später mal stehen. Das sieht sehr schön aus. Schöne Details. Hier hinten auch ein bisschen Textur mal. Finde ich, ist ganz gut gemacht. Hier haben wir doch ein paar massive Teile, die dann ans Geschützrohr kommen. Hier zum Beispiel hinten der Verschluss, der liegt ja auch als zwei Hälften bei. Und dann auch hier, wo dann später der Richtmechanismus dranhängt. Sieht wirklich schön aus. Macht echt Laune. Sollte eigentlich auch ganz gut zusammenpassen. Der Bausatz ist auch schon eine Weile unterwegs und mir ist eigentlich nie wirklich was Negatives zu Ohren gekommen, dass da die Qualität nicht stimmen würde. Ja. Richtig schöne dicke Nietköpfe. Hier auch. Alles sieht schon wahnsinnig gut aus. Hier findet man auch noch eine Menge Teile, von denen ich auch gar nicht weiß, was sie eigentlich darstellen sollen. Auch irgendwelche verschiedenen Rohrerhöhungs-, ja, Hydraulikzylinder und weiß der Teufel, was das alles ist. Sieht eigentlich ganz gut aus, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr ganz Stand der Technik ist. Ist ja doch ein paar Jahre vergangen, seitdem der Bausatz entwickelt wurde. Ist aber nach wie vor eine schöne Sache. Ich denke, damit lässt sich ganz gut arbeiten. Ich sehe auf jeden Fall keine gröberen Defekte. Und so die Oberflächendetails, Nietköpfe und so. Das macht alles einen sehr schönen Eindruck. Hier findet man dann auch ein paar feinere Teile. Allerdings auch mit gewaltigen Angüssen hier. Sicherlich kein Spaß, das zum Versäubern, aber es muss leider gemacht werden. Auch hier wunderschöne Details. Diese Türen sind zwar alle zu, aber die haben wirklich, ja, sind super abgesetzt, super detailliert. Da kann man dann bis später mit einem Wash sehr viel akzentuieren. Auch hier sieht man ein bisschen Innenleben. Kann man dann vielleicht auch offen darstellen, wenn man will. Ja, Rückseite ist nicht so spannend. Sehr schön gemacht. Hier findet man dann eine Menge Mittelstücke, die wahrscheinlich in den Hauptrahmen reinkommen zum Versteifen. Ja, hier haben wir eine Beschädigung. Das ist irgendwie eine Leiter oder sowas. Das ist ein bisschen zerdrückt worden. Kann man wieder gerade richten. Was ich jetzt an dem Bausatz zum Beispiel nicht wirklich elegant finde, sind hier diese ganzen Sprossen für diverse Leitern und so, die sind alle einzeln. Ob es das jetzt wirklich braucht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine ziemliche Sisyphus-Arbeit, das später mal zusammenzukleben. Also da, ja, würde man heute wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, ein cleveres Vorgehen benutzen, aber gut, damals war das halt so. Ist halt einfach ein alter Bausatz schon. Hier findet man dann ein paar Teile vom Drehgestell. Der Gissa schlägt insgesamt viermal bei. Der ist da eben nochmal dran. Und hier dieser Gissa mit, ja, mehr Teilen vom Rohrerhöhungsmechanismus, der liegt doppelt bei. Ja, auch ein paar filigrane Teile finden wir mal hier. Ja, die Scheibenräder sind jetzt nicht wirklich spektakulär. Das hier auch ein sehr massives Teil von der Rohrerhöhung. Da ist auch viel zum Versäubern außenrum. Ja gut, damals war das halt so. Hier liegt noch eine Granate bei. Die ist zweiteilig. Da ist es vielleicht auch kein Fehler, ein Drehteil zu investieren. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Das ist irgendwie interessant gegossen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ist an allen Gießästen dran, dass das hier irgendwie so eingeklemmt ist. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ja, also hier ist es, ja, sehr viele Angusspunkte an den kleinen Teilen. Da braucht man eine Menge Geduld, aber das ist auch kein Bausatz, den man mal, ja, Samstagvormittag auf die Schnelle zusammenbaut.
Hier dann die Foto-Ads-Teile. Das sind hauptsächlich Gitter. Die Platine ist wirklich sehr, sehr dünn und weich. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Hat allerdings, wie man hier sehen kann, auch den Nachteil, dass es leicht Knicke bekommt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist zwar kein Drama, ich glaube hier diese beiden Bleche, die kommen an die Auspuffanlage ran, so als Schutz. Das darf ruhig ein bisschen verdengelt sein, aber gut. Man kann es auf jeden Fall besser schützen und besser verpacken. Des Weiteren findet man hier noch eine Metallkette. Das ist immer ein super Detail. Sehr maßstäblich. Und ja, so ein Bindfaden, gut, gibt es Schöneres auf jeden Fall. Wenn man den mit ein bisschen Sekundenkleber aushärtet, sieht es meistens ganz okay aus. Ich würde da aber trotzdem versuchen, vielleicht irgendwie ein dünnes Metallseil zu verwenden. Das sieht meistens etwas realistischer aus. Auf dem Abziehbilderbogen findet man dann allerhand Beschriftung von der Reichsbahn hauptsächlich. Ist alles eigentlich sauber gedruckt. Das Einzige, was mich stört hier, ist der sehr große Trägerfilm, wie man sehen kann. Da sollte man vielleicht versuchen, den ein bisschen noch zu trimmen. Und, ja, geringeres Maß. Ansonsten ist aber eigentlich so, dass Dragon Abziehbilder immer sehr gut zu verarbeiten sind. Schauen wir uns noch die Besatzungsfiguren an. Hier außen sehen wir eine große Anzahl von Armen, die wir eben brauchen für die schon erwähnten Optionen für die Posen, was man den Figuren geben kann. Ja, ansonsten sind das eigentlich typische Dragon-Figuren. Hier und da ist ein bisschen Grat an den Teilen. Das ist bei Figuren kaum zu vermeiden, wie es scheint. Ja, die Gesichter sind wie immer ein bisschen langweilig, aber wenigstens gut detailliert, sollten sich also gut bemalen lassen. Ja, die Helme sind eigentlich auch ganz gut, haben keine Sinkstellen. Das ist bloß wieder wie immer eigentlich, die Befestigungspunkte hier hinten sind halt nicht wirklich elegant. Aber so ist es eben. Ja, Hände sehen eigentlich auch ganz gut aus. Kann man eigentlich gut brauchen. Also nicht nur als Besatzung, sondern ja, sind ja ganz normale Infanteriefiguren. Die kann man auch für was anderes hernehmen, mit einer anderen Ausrüstung versehen. Passen die auch in andere Szenen sehr gut rein. Der Gießast für die Schienen liegt insgesamt 6 Mal bei. Das ist ein Haufen Material. Wir haben hier immer die Schwelle einzeln und dann eben einen Schienenstrang mit Verbindestücken und so weiter. Holzstruktur ist wirklich ganz gut an den Schwellern. An der Seite sind sie leider glatt, aber zumindest oben sehen sie gut aus. Soweit ich weiß, sind die Schienen von Dragon auch mit denen von Trumpeter kompatibel. Also man kann zum Beispiel sich auch noch Trumpeter Schienen besorgen und es sollte alles von der Spurweite zusammenpassen, habe ich mir sagen lassen. Auch fürs Gleisbett wurde im Bausatz gesorgt. Da finden wir insgesamt auch noch mal ein paar Sektionen davon und dann eben noch 2 Endstücke. Also ja, grundsätzlich die Detaillierung ist eigentlich ganz okay, ein bisschen weich und schwammig. Ich baue mir lieber meine Gleisbette selber. Hier hat es halt nur den Vorteil, wenn man nur das Geschütz haben will und die Schienen und es eben zusammenbaut, dann ist es auch sehr stabil, weil diese Teile da auch gut verklebt sind und auch noch mit Klammern gesichert werden. Dann lässt sich das auch gut transportieren und nimmt nicht so viel Platz ein. Aber wenn man jetzt ein Diorama bauen will, finde ich, ist das einzuarbeiten nicht wirklich eine gute Idee. Auch wenn der Bausatz sehr beeindruckend aussieht, sieht man den an vielen Stellen sein Alter auch schon an. Viele Teile sind sehr klobig gegossen oder halt auch nicht wirklich sinnvoll aufgeteilt. Manche Teile haben auch sehr große Angüsse, die es zu versäubern gilt, was ja eben nicht sonderlich elegant ist. Aber damals war das halt Stand der Technik, nehme ich mal an. Neuere Spritzgussmethoden wie Slide Molding und so waren da eben noch nicht im Einsatz. Nichtsdestotrotz lässt sich damit ein tolles Modell bauen, man muss bloß einfach entsprechend Zeit investieren und dann sieht es auch super aus. Mein Plan für den Bausatz sieht vor, dass ich ja im Prinzip das so baue, wie man es hier auch auf der Schachtel sehen kann. Das Leopold-Geschütz in der Nähe vom Anziehbrückenkopf, das ist, was ich damit bauen will.
Da habe ich mir auch noch ein Buch dazu gekauft, Eisenbahnartillerie von Wolfgang Gückelhorn und Detlef Paul. Für alle, die sich für das Thema interessieren, sehr zu empfehlen. Da geht es hauptsächlich um die Eisenbahngeschütze an der Kanalküste, aber es ist auch ein bisschen was von Russland und Italien drin. Also mir reicht es als Quelle vollkommen aus. Ich packe euch noch die ISBN-Nummer in die Videobeschreibung rein. Soweit so gut. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hameker Parkas.